Leipzig und Union spielen in einer Liga, beide in der Regionalliga Nordost. Früher gab es ja den Modus von 4-4er-Gruppen, die völlig frei zugelost wurden. Mittlerweile sind ja die Vereine in Regionaltöpfe eingeteilt. Damit soll dem vermieden werden, dass zum Beispiel Hamburg, Bremen, Dortmund, Schalke zum Beispiel immer zugelost werden. Das sind die Mannschaften, die Vereine, die sich eh schon aus dem Ligabetrieb kennen, sondern dass man möglichst zumindest in der Vorrunde gegen in Anführungszeichen fremde, unbekannte Teams spielt, lässt sich bei 16 Mannschaften aber nicht, wie gesagt, zu 100% vermeiden. Und deswegen ergab eben die Auslosung, da die Leipziger zur Region 4 zugeteilt wurden, die Berliner von Union zur Region 2, dass jetzt eben Leipzig auf Union Berlin trifft, beide in der Regionalliga Nordost aktiv. Die Leipziger da Tabellenzweiter, Eisern Union auf Tabellenplatz 6. 6 Punkte trennt die beiden Vereine nach 10 Spielen. 24 Punkte für Leipzig, 18 für Union Berlin. Leipziger mit 40 zu 16 Toren. Eine Top-Differenz. Haben mit 40 Toren mit Abstand die beste Offensive in der Liga. Tabellenführer ist die U17 von Tennis Borussia Berlin. Die stehen bei 20 geschossenen Toren. Aber auch Union Berlin braucht sich nicht verstecken. 31 Treffer. Das sind die drittbeste U16 der Regionalliga Nordost. Darf man nie vergessen, die U16 Teams der Bundesligisten messen sich ja, wenn sie Regionalliga spielen, eben dann auch mit vielen, vielen U17 Teams. Und deswegen steht auch Eisern Union top da. So, erste Möglichkeit für Union Berlin und es war schön ausgespielt. Vollendet durch Theo Sakoufakis. Tim Blaschak mit der Vorlage zum 1:0 für Union Berlin. Bei ihrer Turnierpremiere noch keinen Sieg einfahren konnten. 3:4 verloren gegen Arminia Bielefeld und 0:2 gegen den 1. FC Köln verloren. Leipzig ja mit der 1:5 Klatsche gegen Fortuna Düsseldorf. Dann gab es aber ein spektakuläres 4:3 gegen Werder Bremen. Das hat richtig Spaß gemacht. Franz Hanschmann noch mal richtig eingreifen. Ja, Foulspiel hier. Freistoß für RB. Starker Laufweg, aber dann die Parade von Marvin Kopp im Tor von Union Berlin, jetzt wieder am Ball. Leipziger
Ja, noch keine lange Turnierhistorie. Wir stehen jetzt aber bei 6 Teilnahmen. Und trotzdem, obwohl es ja wirklich aus der jüngsten Vergangenheit ist, schon ja, mehr als 2 Spieler, die das dann auch später noch geschafft haben. Zum Beispiel Tom Kraus, jetzt von Schalke 04, war 2016 hier. Hat den Cup also auch gewonnen, die einzige Teilnahme, der einzige Sieg 2016. Gute Möglichkeit hier für Samim Bigi. Pfosten. Aber auch Erik Uhlmann zum Beispiel, 2019 hier gewesen. Jetzt für Hannover 96 aktiv. Für RB Leipzig auf der Platte gestanden. Bei Union Berlin werden wir uns jetzt ja noch so 2, 3, 4 Jahre gedulden müssen. Denn die Unioner ja mit ihrer ersten Turnierteilnahme. Dementsprechend hat die Hall of Fame da noch nichts zu bieten. Genau, da war ein Foulspiel. Da sehen wir Bastian mit dem Ring. Hälfte der Spielzeit ist jetzt rum. Union Berlin spielt in der Liga ja auch das Stadtderby, auch Hertha ist in der Regionalliga Nordost aktiv. Da gab es eine 4:5 Niederlage gegen Hertha. Siegtor gab es erst dann Nachspielzeit für Hertha BSC, also ein ganz bitterer Nachmittag in der Hinserie in der Regionalliga Nordost für Union Berlin. Vielleicht gibt es ja im Turnierverlauf noch die Revanche. Was wäre das? Ein Stadtderby hier in der K.O.-Runde beim Freeway Cup. Dann ist der Schussversuch und der nächste Treffer. Der Vorlagengeber von eben, Tim Blaschak, trifft diesmal feinem Füßchen. Wunderbar gespielt, diesmal genau andersrum wie beim 1:0. Da legt der Blaschak auf Sakoufakis auf. Und jetzt die feine Vorlage von Sakoufakis auf Blaschak zum 2:0 für Union Berlin. Anschlusstreffer für RB. Fällt durch Amar Uljabasic. Schön quergelegt. Ne, es war ein Eigentor. Es war ein Eigentor, Entschuldigung. Hier super zu sehen. Ergebnis bleibt knapp, Ergebnis bleibt spannend. 3 Minuten 30 vor Ende. Danach sind es dann heute noch 2 Spiele, sind zeitlich ein bisschen im Verzug. Wir freuen uns gleich dann noch auf Mainz gegen Bremen. Entschuldigung, auf Wolfsburg gegen Mainz und auf Hertha gegen Bayern München. Und hier der Treffer für Union, der aber wehgetan hat. Schauen wir uns nochmal an. Oh ja, fällt da voll gegen den Pfosten. Habe ich oben und unten wehgetan. Geht ja noch ein Schubser mit. Mal hier, ja.
auch fair. Leipziger Betreuer nimmt ihn dann entgegen. Aber rechts den Trainer André Filk, 40 Jahre. Hofft natürlich jetzt, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Wir drücken auf die Daumen. Gute Besserung hier von dieser Stelle. So, Treffer für Union. Die ziehen jetzt hier voran. Torschütze Emil Zülke. Stark gemacht. Schön den Ball vorbeigelegt nochmal. Am Leipziger Keeper. Zweieinhalb Minuten noch. 4:1 für Union Berlin. Könnte der erste Sieg werden für die Berliner in der Turniergeschichte. Nochmal stark gemacht, der nächste Treffer. Theo Sakoufakis. Doppelpack in dieser Partie. Jetzt wird es deutlich. Leipzig schaltet langsam in den Hotelmodus und freut sich gleich aufs Abendbuffet. Ich auch, ehrlich gesagt. Aber das ziehen wir jetzt noch durch. Speziell Hertha gegen Bayern gleich zum Ende des Tages wird, glaube ich, nochmal sehr spektakulär. Bis zur Tagesschau sind wir durch. So, gute Minute noch. Gibt es noch den sechsten Treffer? Gibt es noch das halbe Dutzend? Für Union. Oh, Foulspiel unnötig bei dem Spielstand. Ja, gibt es noch ein bisschen Testosteron hier. Elias Ali, den haben wir jetzt nochmal stark quergelegt. Super Timing und dann dieser unnötige Rempler von hinten dann von Simon Biggi. Der jetzt auch mit 2 Minuten von der Platte geschickt wird. Richtige Entscheidung von Bastian Wittenbrink, vom TuS Dieling. Union jetzt auch mit ein bisschen Spirenzken und der Ball ist im Tor. Das war mit Ansage in Überzahl den Torwart mit nach vorne geholt. Treffer durch Lionel Fufak. Zu 5. Spektakuläres Ergebnis. Auch da hätte man Foul geben können. Gibt Vorteil. Sollte Wittenbrink jetzt einfach schnell unterbinden, diese Mätzchen, damit hier nicht noch am späten Abend ganz schlechte Laune aufkommt. Auch für die Jungs ja lange Turniertage, lange Anreisen. Das war ein spektakuläres 5:2 für Union Berlin. Glückwunsch zum allerersten Turniersieg für Union Berlin in der Freeway Cup-Geschichte. Bis gleich.